das, heute ist Dienstag. Heute ist, und du bist Dienstag? Hier. Ja, tatsächlich, heute ist Dienstag. Heute ist Dienstag und du bist ja schon unterwegs. Ja, ich bin jeden Tag unterwegs. Deswegen, ich kenne gar nicht die Wochentage ab und zu, weißt du? Weil für mich ist jeder Tag der gleiche. Was treibst du denn alles? Wenn du etwas, wenn du das tust, was du liebst, dann verschmelzen die Tage ineinander. Okay. Das ist dann egal. Ja, Sonntag, ja, Montag, links, rechts, Feiertag nicht. Ja, dann erzähl mal, wie du so den Tag beginnst. Wie ich den Tag beginne? Oder wann startet überhaupt dein Tag? Wenn die Kinder zu Hause sind, dann startet mein Tag früh, je nachdem, wann die Bock haben aufzustehen. Mal um 5, mal um 6. Aber spätestens, sage ich mal, so um 6:30 ist Schicht im Schacht. Ab 6:30 ist dann echt schon angesagt. Okay. Und dann ist, wenn, jetzt haben wir ja Ferien in Bayern, ne? Also im Normalfall tun die dann aufstehen und dann wollen die immer irgendwas. Aber jeder, der Kinder hat, der weiß das. Oder kleine Kinder zumindest, meine sind ja relativ klein, also gehen noch in den Kindergarten. Und dann wollen die immer irgendwas essen und das und jenes und keine Ahnung. Und dann ist erstmal Action angesagt. Und dann, wenn die im Kindergarten sind, dann geht's ab in die Halle und schaffer, schaffer. Weißt du? Mhm. Deswegen. Und das heißt, ohne Frühstück, ohne Kaffee geht's direkt? Nee, ja, genau, genau. Nichts Kaffee. Also ich trinke erst den Kaffee in der Halle. Das, da ist dann, ja, yeah, davor nichts. Also auch nicht so wirklich Bock, ehrlich gesagt. Und ich bin dann so im Machen und für die Kids dann die Sachen so vorbereiten und sowas. Okay. Und meine Frau dann genauso in der Früh. Ist dann erstmal so, die Kids fertig machen, dass die dann verräumt sind und dann, okay, und dann kann man so ein bisschen durchatmen, was dann, dann sind die dort. Weil die beiden, wenn die zusammen sind, haben die schon Power. Aber wie gesagt, jeder, der Kinder hatte, hat da schon Ahnung von oder weiß, wovon ich spreche. Und yes, was ist so das Erste, was du machst, wenn du bei dir in der Halle angekommen bist? Boah, das ist immer unterschiedlich. Erstmal eine Stunde lang nichts. Erstmal eine Stunde lang Kaffee trinken und runterkommen. Ja, nein, das, Quatsch. Je nachdem, das denken die ganzen Leute. Ja, ja, genau. Also, du als Händler, du machst doch gar nichts. Weißt? Du kaufst doch mal was, dann verkaufst du und dann ist wieder ein Monat Ruhe. Weißt? Ja, genau. Aber da ist halt so viel anderes Zeug noch nebenbei und Telefonate und hier und da und Sachen vorbereiten und was auch immer. Also in Kleinigkeiten halt, ne? Weil ich bin ja alleine, ich mach's ja alles allein. Du bist halt noch da, aber du machst ja nichts. Ich mach ja nichts. Du tust ja genauso nichts, weißt du? Du tust ja auch nur immer Videos aufnehmen und die dann bearbeiten. Ich bin halt nebenbei nur Vollzeit beschäftigt, aber das macht nichts. Ja, ja, eben. Ne? Jetzt hatten wir Mucke im Hintergrund laufen. Jetzt, wenn du das Video dann hochlädst, dann wird man bestimmt von der Monetarisierung her, wenn man da disclaimed. Ja, im Hintergrund darf ja nie irgendwas laufen. Das ist doch ein Radio gewesen. Ja, ja, aber trotzdem. Selbst irgendwelche Hymnen weiß ich, dass die dann... Das werden wir schon in den Griff kriegen. Das ja, genau. Das kriegen wir hin. Ja. Ja, und dann sind halt Haufen Sachen zu machen. Weißt du? Und ich bin ja allein. Ich mache das ja alles selber. Also jede Kleinigkeit, alles Auto kurz vorbereiten oder irgendwie ein Telefonat, irgendwie was abwickeln und mache ich alles selber. Aber das wollte ich ja so. Weißt du? Das heißt, ist ja mein Herzblut. Du bist so eine Art Kontrollfreak, oder? Nein, das heißt, nicht Kontrollfreak. Du musst alles selber machen. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also ich habe da auch gar keinen Stress. Da sind wir jetzt auch ein bisschen dicht dran gefahren, ne? Was? Der ist ja schuld. Der ist schuld. Die immer, sind ja immer die anderen schuld. Sind weißt die anderen du doch. Weißt du doch. Ja. Siehst du? Schon wieder. Achso, der Big Dad. Ja, aber das wollte ich schon immer so, weil das ist mein Baby, das ist mein Herzblut mit den Oldtimern und Youngtimern und so weiter. Ich habe mich da verwirklicht, ne, für mich selbst. Und Stand jetzt ist es okay, so wie es ist. Ja, wenn es dann viel größer wird und viel mehr Aufwand bedarf und sowas, ne, Stand jetzt ist es alles noch gut zu managen. Mhm. Früher oder später wird es auf jeden Fall, da muss ich jemanden mit reinnehmen, der dann mir gewisse Sachen abnimmt, ganz klar. Aber machst du dann auch selber was an den Autos? Ich habe da dieses Bild vor Augen, weißt du, wenn Diesel an der Motorhaube steht und irgendwie immer rumschraubt. Ne? Genau, immer an derselben Schraube. Ja, genau. Auf und zu, auf und zu. Ja, genau. Weißt? Nee, Mann, ich mache da gar nichts an den Autos. Ich bin auch jetzt nicht der technisch versierteste, ehrlich gesagt. Ich kenne mich da schon ein bisschen aus, ich verstehe dann die gewissen Dinge, aber nee, ich mache da nichts. Das macht alles dann mein Mechaniker. Also ich habe zwei Mechaniker auf Abruf, die dann für mich dann gewisse Sachen dann machen und die sind da bombastisch in ihrer Welt oder was die halt dann machen, so als Hand, als Mechaniker, ne? Die sind da sehr, sehr gut, meines Erachtens nach. Und da lasse ich die machen. Wenn ich da anfange, dann müssen die das 10-mal nochmal machen, weißt du? Das bringt alles nichts. Deswegen, so Kleinigkeiten kann ich schon machen. Reifen wechseln oder sowas. Selbst das habe ich keinen Bock. Ja, so wie gestern. Ich habe gestern ein Fahrzeug weggebracht zum Reifen umwuchten und wechseln und Zeug und jenes. Und das mache ich nicht. Wozu auch? Die anderen machen das gern und die machen es ja auch nicht umsonst. Ne? Also es wird ja auch alles bezahlt. Das heißt, du bist dann schon gewissermaßen gut darin, Aufgaben zu verteilen. Ja, ja, klar. Organisatorisch muss ich tatsächlich gestehen, bin ich relativ gut. Ja,
Relativ, je nachdem. Das heißt, alle Stifte an deinem Arbeitstisch sind auch schön nach Farbe sortiert. Nee, das ist gar nicht, das ist überhaupt nicht. Da herrscht ab und zu ein Chaos. So, hier liegt ein Papierchen, da liegt ein Papierchen, aber okay. Dinge zu organisieren und zu planen und sowas, das ist. Okay. Muss aber. Ja, weißt du, wenn du Kids hast und alles und dann musst du halt alles relativ gut takten. Das ist halt so mit dir jetzt. Ja. Weißt du? Aber vorher jetzt das Auto erstmal ein bisschen von außen geputzt. Jetzt, wenn wir ankommen, muss ich das noch drinnen sauber machen. Weil wir das mit Eros von der Aufbereitungsgarage haben wir das nicht ganz hinbekommen. Der macht dann dafür ein anderes Fahrzeug, was jetzt ich eben gestern zum Reifenwechseln gebracht habe, einen Golf 3 VW6. Den tut er dann aufbereiten. Den hat er jetzt nicht aufbereitet. Mhm. Den habe ich jetzt selber einfach schnell auf der Schnelle geputzt. Okay. Und innen drin muss ich jetzt noch kurz saugen und sowas, ein bisschen Staubwischen und saugen. Das heißt, während ich rumstehe und nichts zu tun habe. Nein, du fängst ja wieder mal an, irgendwelche Sachen da einzustellen. Und während du irgendwas einstellst, putze ich halt. Alles klar. So ist es halt. Das ist der Händleralltag, weißt du? Ja. Vom Einkäufer bis zum Verkäufer bis zum bis zur Putzfrau. Wenn du alleine bist, dann machst du halt alles. Ja, sehr schön. Na, aber es bockt auch, weißt du? Das ist ganz nett. Ich habe ja so meine Tools, mit denen ich da arbeite. Und wenn du die. Und das würde, glaube ich, jeder Mechaniker bestätigen. Wenn du das richtige Werkzeug hast, dann funktioniert das ganze Zeug. Genauso ist tatsächlich auch beim Reinigen von Fahrzeugen. Wenn du die richtigen Mittel hast, Reinigungsmittel und so weiter, dann funktioniert es alles wunderbar. Macht's auch mehr geilen Spaß, Felgenreiniger oder? Und so weiter, so geiles Shampoo fürs Auto, innen drin so ein geilen Reiniger für die ganzen Kunststoffteile und so weiter und so fort. Dann geht es alles relativ easy. Du würdest bestimmt easy, jetzt easy. Irgendwelche Produkte empfehlen, aber das wäre ja dann unbezahlte Werbung. Das wäre ja unbezahlte Werbung. Das machen wir nicht. Noch nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die heißen. Ich kriege die halt von meinem Aufbereiter, ne, zum Teil. So hier, das ist gut, das ist gut. Ja. Der versucht ja auch alle möglichen Hersteller. Und dann gibt er mir das halt. Ja, alles klar. Also von daher. Jo. Gut. Dann sehen wir uns gleich mal, in der Halle, oder? Ja, genau. Ja, genau. Dann sind wir gleich. Ja, jetzt sind wir wieder da, ne? Bei mir im Headquarter, in Bergheim, im wunderschönen Allgäu. Ja? Im Unterallgäu. Oberallgäu, Unterallgäu. So, mal dahingestellt. Allgäu ist Allgäu. Hier, und das schöne Ding, tun wir gleich fotografieren. Ja? Audi 200, Baujahr 1985, Avant Turbo Quattro. 10 Ventiler, nicht der 20 Ventiler, aber 10 Ventiler, auch okay. Na? Schalter, 89.000 Kilometer gelaufen, ist schon cool. Oder? Was sagst du? 89.000, das ist ja nichts. Ja. In wie vielen Jahren jetzt? Ja, der wird jetzt, 2025 wird er 40 Jahre. Das Baujahr 85. Ja, und dieses Hakenzeichen. Ja, ja klar, mit 30 Jahren kriegst du es ja. Schon, oder? Ja, ja. Bei dem muss man sagen, der hat noch keins, ne? Also der wäre jetzt machbar, ein Hakenzeichen zu machen, also schon lang. Mhm. Genau. Und siehst du, ich bin hier am Putzen und am Machen und jetzt am Staubsaugen, dass du halt hier dieses schöne Ding hier gleich fotografieren kannst. Na, hinten müssen wir ein bisschen Zeugs noch rausholen und sonst. Ja, warst du einkaufen mit dem, ne? Ich. Genau. Nee, ja, gar nichts mit dem. Steht dran. Aber die Dinger sind unverwüstlich. Audi halt. Der Audi halt. Oldschool. Na hallo. Jetzt mach doch keine Videos, während da drin noch nicht gestoppt wurde. Immer am Becken. Wir machen einen Vorher-Nachher-Vergleich. um deine Staubsaugskills. Meine Staubsaugfähigkeiten. Ja, genau, zeig mal, was du drauf hast. So, oder hier mit dem wunderschönen Audi fahren. Ja, jetzt fahren wir und machen wir eine kleine Testfahrt und schauen mal, ob alles soweit okay ist bei dem Karren. Dann sind wir mit dem Audi 200 unterwegs. Oldschool. Aber richtig oldschool. Aber die Technik funktioniert halt. Was willst du halt machen? Na, ist ein cooles Teil. 5 Zylinder, Turbo. 182 PS, ist schon geil. Drei Dinge, die dir an Quattro. Dem Fahrzeug am besten gefallen. Boah, drei Dinge. Der Motor. Boah, schau mal, wie langsam die Scheiben hochgehen. Der Motor ist unverwüstlich. Quattro, ne, da hat der Allradantrieb. Hier unten sehen wir auch noch die Sperre. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann auf dem Video. Ja, hier unten ist die Sperre. Da kann man vorne und hinten das Differential sperren. Sieht man's? Ja. Hier kannst du vorne sperren oder hinten sperren, das Differential. Hat halt Quattro, ne? Ja. Und ich glaube, die Kombination daraus ist halt cool. Ist ein Avant, ne, also ein Kombi,
hat super viel Platz. 5-Zylinder Turbo mit 182 PS und Quattro. Du kannst nichts falsch machen. Und die Sitze, oder? Sind Sofa. Voll geil, oder? Also wieder, Wahnsinn. Wie daheim bei der Oma. Ja, und die sind auch so super duper weich. So richtig angenehm, so richtiges. Ja, echt wie so bei Oma zu Hause noch von damals. Ja. Richtig klasse. Schiebe da funktioniert. Dachhimmel hängt halt, ne? Deswegen zeigen wir es jetzt nicht. Dachhimmel hängt, aber das ist so typisch. Ich habe gerade irgendwie die letzten drei Fahrzeuge, die ich gekauft habe, bei jedem hängt der Dachhimmel. Ist halt gerade so. Aber schau mal, wie er sich fährt. Ne? 40, das Auto ist schon 40 Jahre alt. Also bald, ja, ne? Also ist jetzt 37 Jahre. Und fährt sich, schau mal, 100. Schau mal das Lenkrad an. Nichts wackelt, nichts macht, nichts tut. Ne? Also auch von der Federung her, ne? Wirklich angenehm. Ja, sehr schön. Das sind so Arbeitstiere auch. Ne? Also wenn du das Fahrzeug hegst und pflegst so ein bisschen, ne? Ja. Rost hatten die jetzt nicht wirklich viele Probleme bei den Karossen, aber Technik muss halt auch passen. Und wenn du da halt so das Fahrzeug hegst und pflegst, da fährst du und fährst du. Ne? Du siehst auch im Netz, wenn du so ein bisschen schaust, was da so die Preise sind oder was die an Kilometer haben. Das ist ja weit über 250.000 Kilometer zum Teil runter. Ne? Der hat 89.000. Wer hat den vorher gefahren? Du, das Fahrzeug ist ein deutsches Fahrzeug. Ja. Also der kam, war in Deutschland, also kam aus Deutschland, war auch in Deutschland. Und dann hat sich den einer aus Niederlande gekauft. Das Fahrzeug ist jetzt ein paar Jahre in Niederlande gelaufen und ich habe es jetzt aus den Niederlanden sozusagen wieder zurückgekauft nach Deutschland. Man müsste eigentlich nur TÜV machen und das war es auch schon. Ne? Und dann kann man den ganz normal zulassen wieder. Geil, ja. Also super entspannt. Ja, auch hier, ne? Uhr. Und dann hier, guck mal, Bordcomputer. Siehst du das? Ey, Computer. Und dann, wenn ich hier drauf drücke, da kommt bei mir hier vorne eine Anzeige, kann ich zum Beispiel die Restreichweite von dem Tankinhalt her gucken. Ich kann den Verbrauch gucken. Ne? Ja, richtig. Uhrzeit gucken. So, das ist läuft der Windows drauf. Ja. Ja, das ist hier auch. Ne? Helligkeit und sowas zum Einstellen. Krasse Scheiße. Das ist halt noch richtiger Shit. Vielleicht können wir später noch ein bisschen so den Sound aufnehmen. Ich weiß auch nicht wirklich, ob er einen Sound hat, aber das sehen wir dann gleich nachher. Aber fahren tut er sich echt top. Bremst, lenkt, klärt. Klima hat er keine, oder? Ne, Klima hat er keine. Klima hat er keine. Deswegen schütze ich. Ja, entweder wegen dem oder weil ich neben dir sitze, halt eins von beiden. Aber elektrische Fenster hier haben wir schon. Das ist ein bisschen langsam, aber dann elektrische Spiegel. Elektrische Spiegelverstellung, wo auch funktioniert. Ja. Ja. Was will man mehr? Oder? Also wir schauen jetzt mal an, was der so drauf hat. Ja, der hat jetzt die Temperatur. Wir haben ihn ja vorhin die ganze Zeit laufen lassen, jetzt ein Stückchen gefahren. Immer wichtig, immer die Autos, immer warm fahren. Immer warm fahren und immer kalt fahren. Ne? Das ist jetzt Tipp des Tages, oder? Tipp des Tages steht auch sogar auf jeder meiner Rechnungen drauf. Immer warm fahren und kalt fahren. Ja, weil mit solchen Sachen verhindert das ja schon vieles. Ne? Jetzt gucken wir mal, hier im zweiten. So, und jetzt gehen wir mal. Oh ja, läuft wie geschmiert, ey. Das muss man gleich nochmal machen. Noch mal. So, jetzt sind wir im dritten. Das ist schon bei 100, ne? Hört sich gut an, ne? Ja, weiter hoch will er nicht. Ja, das sind so tausend so Kleinigkeiten. Ne? Die Leiste, dann so die Blinker muss man vorne schauen. Bremsen sollten mal überholt werden, weil der länger stand. Aber alles sind Kleinigkeiten. Schau hier. Aber es hat einen Spoiler jetzt. Weißt du? Es ist ein Spoiler da. Geht die Luft viel besser dran vorbei und drückt ihn halt dann so runter. Ja, genau.